Hallo und herzlich willkommen bei Elternchecker. Mein Name ist Isabel und ich zeige euch heute die Monopoly Pummel Einhorn Edition von Ravensburger. Das Pummel Einhorn Monopoly ist für Spieler ab 8 Jahren geeignet und kostet ca. 50 Euro. Um das Spiel spielen zu können, braucht man mindestens 2 und maximal 6 Spieler. An sich unterscheidet sich das Pummel-Einhorn-Monopoly nicht vom gewöhnlichen Monopoly. Aber wo genau Unterschiede und Gleichheiten sind, werden wir gleich sehen, wenn wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Die Anleitung ist eigentlich genauso, wie man sie vom normalen Monopoly kennt. Sie erklärt Spielvorbereitung und Spielablauf und hilft natürlich auch bei kleinen Unstimmigkeiten der Spieler. Außerdem ist dort auch nochmal aufgelistet, inwiefern sich das Pummel-Einhorn-Monopoly von dem normalen Monopoly unterscheidet. Bei dem Spielgeld kann man schon die ersten kleinen Unterschiede erkennen, und zwar die Pastelltöne der Scheine und natürlich auch die süßen kleinen Abbildungen in der Mitte der Scheine. Auch die Straßennamen wurden ziemlich verniedlicht, wie zum Beispiel die Krümelgasse, Honigtopfplatz oder am Schmuseast. Zu jedem Pummel-Einhorn-Monopoly gehört auch die goldene Einhorn-Spielfigur, aber auch 6 weitere, wie zum Beispiel Einhörner, Faultiere, Hunde, Katzen oder Cookies. Bei der Gestaltung der Häuser sind sie dem normalen Monopoly treu geblieben und haben sie einfach ganz normal rot und grün gelassen. Jetzt kommen wir zum Spielfeld und hier sieht man meiner Meinung nach auch direkt die typischen Pastellfarben des Pummel-Einhorns. Auf dem ersten Blick sieht man keine großen Unterschiede zu dem normalen Monopoly, aber ich finde persönlich alleine durch die farbenfrohe und schöne Gestaltung dieses Monopoly viel schöner und einladender. Auch in diesem Spiel gibt es die Ereignis- und die Gemeinschaftskarten, die sich nur darin unterscheiden, dass die Geschichten nur noch um Cookies und andere verniedlichte Dinge handeln. Wie zum Beispiel, dass man seine Keksdose auffüllt und damit 15 Monopoly-Scheine bezahlen muss. Oder auch, dass sein neues Cookie-Rezept mit dem goldenen Krümel prämiert wird. Das Ziel des Spiels ist trotzdem gleich geblieben, das heißt, wer übrig bleibt, wenn alle anderen Spieler bankrott sind, gewinnt das Spiel. Die Eckfelder von Monopoly, die jeder kennt, sind genau gleich geblieben. Das heißt, es gibt ganz normal das Gefängnis, das Freiparken und natürlich das Loszeichen. Die 4 Bahnhöfe sind natürlich auch keine Bahnhöfe mehr, sondern wie man sich's vielleicht schon gedacht hat, 4 verschiedene Cookiesorten. Auch die Versorgungswerke wurden durch die beiden Bars, Milchbar und Kaffeebar, ersetzt. Auch die Einkommens- und Zusatzsteuer wird jetzt nicht mehr so bezeichnet, sondern als Rezeptschmiede und Backkurs. Meiner Meinung nach ist Ravensburger das Pummel-Einhorn-Monopoly sehr gut gelungen, weil sie wirklich auf jedes kleine Detail geachtet haben und vor allem, weil das Niedliche vom Pummel-Einhorn an keiner Stelle fehlt. Ich glaube auch, dass Monopoly somit interessanter und spaßiger für die Jüngeren wird. Äußerlich sind die Häuser zwar gleich geblieben, aber sie heißen jetzt Keksstuben und Keksfabriken. So, das war mein Video zu dem Pummel-Einhorn-Monopoly von Ravensburger und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.